Das ist die Geschichte von Schaner Meidele, das ist auch eine Geschichte aus Rittnaun. In der Christnacht sind alle Leute in der Kirche gegangen, weil die Mitte war. Und wie die Mitte fertig ist, gehen die Leute von der Kirche raus und sehen, drüben ist ein kleines Häusl, das hat man geheißen, das Schorterhäusl. Und dann hat das Schaner Meidele gewohnt. Und das Schanerhäusl, das ist in Flammen gestanden, Riesenflammen, das hat gebrannt. Und alle sind zusammengerannt und sind zu den Häusl hin. Aber je näher, dass sie zum Häusl zugekommen sind, desto kleiner sind die Flammen geworden. Und wenn sie vor dem Haus gestanden sind, dann waren überhaupt keine Flammen. Das war wie ein Fata Morgana. Und dann haben die Neigering halt beim Fenster reingeschaut. Dann haben sie gesehen, wie die Hex drinnen gerade in einem kleinen Pfandler Mus kocht. Und sie hat einen weißen Zaubergürtel gehabt. Den hat sie unten gehabt. Und dann sind sie reingestürmt in die Küche. Dann war aber niemand drin. Und der Herd war kalt. War kein Feuer. Ja, was haben wir denen gesehen? Dann sind sie über die Stiegen auch in den ersten Stock. Dann haben sie das Schlafzimmer gehabt. Und dann ist die Schaner Meidele ist dann gelegen und hat geschlafen. Die ist überhaupt nicht in der Küche gewesen. Das war eine Hex. Und während sie schläft, hat sie gekannt kochen, hat sie gekannt spazieren gehen, hat sie gekannt zu den Leuten gehen und Gockeln stehlen. Verstehst du mich? Und man hat das nie verstanden. Und die hat einen Haufen seiner Sachen. Die hat gekannt die Kühe verzaubern, dass sie keine Milch mehr geben. Oder die Gas. Wenn sie ein Gas verzaubert hat, dann hat sie die Gas, die Horn verloren. Das war ganz eine Wilde. Und da auf dem Bild, da sitzt Schaner Meidele, wie es gerade in einem kleinen Pfandelsmoos kocht. Auf der Seite oben ist ein Brotkrammel, da siehst du die Kiste, wo das Holz ist. Da ist ein alter Sporherd und da kocht sie halt ihr Moos. Und das Schaner Meidele, das war zwar ein kleines Weibele, aber ganz eine zwiedere Hex. Und das? Auf alle Fälle hat sie die Leute nicht so gedickt wie viele andere Hexen, aber unheimlich war sie in die Leute halt echt. Und die ist noch, sie ist noch übers Joch gegangen und man hat noch eigentlich lange nichts mehr von ihr gehört. Viele sagen, die waren Sahntalenten. Und das ist die Geschichte von Schaner Meidele aus Rittnaun.